Und weiter geht's mit dem dritten Tutorial hier in Russian Fishing 4 zum Posenangeln am Windenbach bzw. Pose Main. Wie geht es weiter nach den ersten Schritten im Tutorial? Und wie fängt man die ersten Fische erfolgreich, beziehungsweise was macht man denn, wenn man dann schon ein paar Fische gefangen hat? Was macht man dann mit dem Silber? Ja, und genau damit geht's jetzt weiter. Ich habe schon die ganze Zeit einen Blick hier auf die Pose gerichtet, denn hier vorne zuppelt's hier an der einen Pose auch schon wild rum. Und da muss ich gleich mal gucken, dass ich da im richtigen Moment zugreife. Für alle die, die den Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, ja, die wissen, was es für eine Qual für mich ist, hier das mit dem Stippen. Ich bin da wirklich kein riesen Fan von dem Stippen. Nichtsdestotrotz mag ich eigentlich das Posenangeln und aus diesem Grund auch das gesamte Tutorial. Und ich werde auch oder habe auch schon in der Vergangenheit auf dem großen Account, auf dem 40er Account, auch schon vermehrt jetzt in letzter Zeit ein bisschen das Posenangeln gemacht mit den Matchrouten. Macht einfach immer wieder Bock. Nachteil daran ist, auch für den Stream zum Beispiel, man ist mit den Augen immer an den Posen. Beim Grundangeln ist es da einfacher, da bimmelt es einfach nebenbei. Und dann kann man da blind quasi zugreifen und hat die Augen immer auf dem Chat. Das ist natürlich angenehmer, aber hier beim Posenangeln ist es nichtsdestotrotz auch immer wieder spannend. Auch gerade mit diesem Bissspiel, kriegt man den Fisch gehakt oder nicht. Und um das leichter zu machen, sehen wir gleich mal zu, dass wir uns das erste leichte Bolognese-Set holen. Das erste Bolo-Set, mit dem wir ein bisschen was rausziehen können. Jetzt sehe ich gerade, wir haben schon 18 Uhr. Alter, in wenigen Minuten laufen die Rotaugen aus. Wir haben noch vier Sekunden Zeit. Alle ausmalen. 10 Minuten, hier blinkt es auf. Alle markieren. Und ich habe sie noch schnell verkauft. Uff. 4 unmaßige Rotaugen, mindestens 50 Gramm für 7 Silber und 91 Cent. Jetzt gleich läuft der Auftrag ab und es kommt ein neuer Auftrag rein. Wir können ja noch mal eben kurz rausgehen. Jetzt haben wir schon 51. Na, noch ist er nicht durch. Aber da gucken wir jetzt gleich noch mal raus, was oder rein, was sich hier für ein neuer Auftrag dann gebildet hat. Welche Fische dann abgefragt werden vom Café. Und in der Zwischenzeit gucken wir natürlich hier weiter nach den Posen auf der Route 2. Ich habe das jetzt einfach mal so gelöst, dass ich beide Routen ausgeschmissen habe, beide Posenrouten, beide Stippen, einfach nur ausgelegt mit den gleichen Ködern aus den letzten Tutorials. Und jetzt in dem Moment, wo die Pose hier gleich steil steht, weil der Fisch ein bisschen runterzieht, da greife ich jetzt gleich zu. Es hat gerade schon ganz gut funktioniert. Ah, jawohl. Und es hat auch wieder gehakt. Guck mal hier. Alter, nochmal ein schönes Rotauge. Was mir da allerdings aufgefallen ist, dass es weniger Haseln und Lauben sind, sondern alles hauptsächlich Oppala, hauptsächlich die Rotaugen. Jetzt beim Treiben, ja, zack, beim Treiben lassen kommen die Haseln. Und wenn die Posen da so stehen, die Köder da so stehen, da sind es dann eher die Rotaugen. Was mir auch natürlich gerade aufgefallen ist hier im Ingame-Chat. Angelrolle defekt. Das ist natürlich jetzt eher unangenehm. Was haben wir denn da dran? Alter, 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 stopp, 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 stopp. Oh, ein dicker Fetter, ein dicker Fetter. Eieiei, ein fetter Döbel. Sehr schön. Ui. 600 noch was Gramm Döbel. Sehr gut, ey. Abgefahren. Der bringt gut Kohle. Alter, Thunfisch Toni. Level 11. Was hat er denn gemacht mit der alten Spinroute? Alter, eine gebrochene Rute schon. Eine Angelrolle. Eieiei, Thunfisch Toni, Alter. Schau dir mal ein paar Tutorials an. Das ist ja schlimm, was du hier machst. Katastrophe, ey. So, jetzt gucken wir nochmal eben. Was ist denn reingekommen? Barsch war doch, war das der Barsch, der reingekommen ist? Schläfergrundel? Oder ist der Schuppenkarpfen reingekommen? Nee, ne? 3 Kilo Schuppenkarpfen? Nee, die Laube ist hier reingekommen. Laube war vorher nicht drin. Das ist ja nett.
Jetzt müssen wir gucken, das ist ja super, für 21 Silber, das machen wir jetzt, da müssen wir jetzt zusehen, dass wir die kriegen. Wir haben jetzt natürlich genug Zeit, 100 Stunden ist wahnsinnig lang. Also 5 Lauben mit mindestens 34 Gramm, das wollen wir jetzt haben, da sehen wir jetzt zu. Und wir haben es jetzt noch ein bisschen hell, aber nicht mehr lang. Und ich versuche jetzt die Laube nicht mit der Kaster, sondern hier mit der Zuckmückenlarve zu fangen. Und, stopp, auch nochmal, also fließendes Gewässer auf jeden Fall. Und die Einhol- oder die Köderpräsentationstiefe, ich habe ein bisschen Minus gedrückt, auf 17 cm, ganz flach. Und da hoffe ich jetzt auf Lauben. Viel klein, also ein Stückchen kleiner als die Hasel, die Laube. Und auch da laufen wir jetzt so ein bisschen hinterher. Das ist natürlich eine sehr kurze Stippe hier. Deswegen können wir nicht so weit hinterher. Vielleicht machen wir das gleich mit der anderen auch. Ja, ich lasse dich hier nochmal drin. Und machen das hier ganz genauso. 16 Haken, kleinere habe ich gerade nicht. Laube wäre eigentlich kleiner, noch besser. Aber auch hier auswerfen das Ganze. Naja, das werfen wir weiter. Auswerfen das Ganze. Ja, mittlerweile bin ich Level 5. Und ja, die XP, die kommen ganz gut rein. Es hätte ein bisschen mehr sein können. Es war noch nicht so richtig Hotspot-mäßig. Aber ich muss auch gestehen, ich habe das gerade ein bisschen ausprobiert hier mit diesem Stehenlassen der Pose quasi in der Strömung. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ein paar Mal war das ein deutlich leichter, ne? Es ging einfach hier, da. Es ging einfach viel leichter. Und jetzt gucken wir hier auch nochmal auf der rechten, da zuppelt's. Und wenn es jetzt gleich runter geht, greife ich einfach zu und durch diesen Ruck des Anhebens hoffe ich, zack, oh. Ne, hat aber schon wieder losgelassen. Hat vorher schon losgelassen vorm Greifen. Aber dass man dann dadurch halt, zack, und da ist auch sofort was rangegangen. Und auch nicht gehakt. Alter. Guck dir das an, ey. Was hier gerade abgeht, ey. Also die Fische sind da. Ich muss sie bloß noch richtig haken. Und wenn wir jetzt hier schön noch ein bisschen auf Lauben gehen, dann ist das alles schön. Ich würde sagen, ich teste das jetzt hier nochmal ein bisschen. Probiere ein bisschen weiter aus, solange es noch hell ist. Und wenn wir dann gleich die Lauben zusammen haben, guck mal, da haben wir hinten noch eine. Zack. Aber auch nicht gehakt. Auch nicht gehakt. Hier, das nehme ich nochmal eben in die Hand. Da haben wir jetzt sehr viel Schnur. So, es muss bloß haken. Das ist halt der Knackpunkt. Und ich kann euch verraten, sobald wir die erste Bolognese-Route haben, wird alles besser. Die erste Bollo. Wenn ihr natürlich sagt, ne, Bollo irgendwie weiter Pose, ist jetzt aber auch echt räudig. Ich will lieber Plumpsangeln machen. Ich will lieber auf Grund angeln. Kann man auch machen. Grundangeln ist somit die einfachste Methode hier im Game. Ist auch für den Anfang nicht verkehrt. Ist auch so die Methode, wo man natürlich dann auch richtig dicke Brocken mit rauszieht. Posenangeln, muss man wirklich sagen, ist mit so das Schwierigste. Speziell da natürlich dann auch nochmal das Stippen. Wenn man eigentlich nur mit der Stippe unterwegs sein möchte. Auch das gibt es. Es gibt regelrechte... Hoppala. Ich konnte hier nicht ablegen. Nein. Jetzt sind hier zwei Fische dran. Es gibt Rekordlisten nur fürs Stippen. Also die Stipprekorde gibt es. Und weil es eben auch wirklich schwierig ist. Und dann gibt es dann wirklich diese Challenge, auf dieser Stippe einen richtig fetten Brocken zu ziehen. Da gibt es ganz verrückte Sachen schon. Aber wie gesagt, ich finde es echt schwierig. Und ich kann es nachvollziehen, warum man da so heiß hinterher ist. Wegen der Herausforderung einfach. Aber ich angel ja einfach nur, einfach um Spaß zu haben. Ne? Ganz gechillt. Ein paar Fische rausziehen. Einen chilligen Abend haben. Gerade auch so im Stream. Ganz entspannt zusammen ein bisschen angeln. Fertig, das reicht mir ja. So, der Fisch wollte partout nicht. Ich werfe jetzt hier nochmal aus. Und wir testen hier noch ein bisschen weiter. Und dann schalte ich gleich nochmal ein. Jetzt ist hier nochmal eben was dran an der kleineren. Und es zieht auch schon und es zieht. Es müssen jetzt die Lauben sein und die Lauben werden halt gerade nachts, wird es bei den Lauben schwieriger. Ist da was dran? Ne, ist nicht gehakt.
Okay, rumprobieren, weiter testen, austesten und probieren und machen und tun. Und dann würde ich sagen, schalte ich hier gleich einmal wieder neu rein, wenn es wieder hell ist und wir noch ein paar Brocken hier rausziehen können. Ja, jetzt wird es natürlich wild. Mittlerweile bin ich hier Level 6 oder 6,5 auch schon. Habe hier ein bisschen rumprobiert. Wir sind zweimal jetzt mittlerweile dicke, fette Brocken hier reingegangen und haben mich kaputt gerissen sozusagen. Haben mir die Schnur kaputt gerissen. Ich konnte sie einfach nicht halten. Und zack, sind sie dann quasi durchgegangen. Und ja, ich habe jetzt meine 16er Haken sozusagen verloren und muss jetzt langsam mal gucken, was ich hinkriege hier, welche Fische ich noch fangen kann. Die Laube wird jetzt ein bisschen schwieriger noch zu fangen, auch wenn ich immer noch auf einer Tiefe von 17 cm bin und hier auch immer noch fleißig rausziehe oder zumindest versuche. Gucken wir gleich mal in den Kescher, gucken wir mal, ob wir gleich noch ein bisschen was verkaufen können. Hier sehe ich gerade auf der zweiten, zuppelt es auch gerade noch rum hier in der Nähe vom Gras. Da liegt sie so drin, die Pose. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch gleich was gezogen, das wäre nicht schlecht. Na, ist das ein Hebebiss? Nee. Passiert auch manchmal, dass die Pose so nach oben gedrückt wird und dann umkippt. Ich lasse das jetzt erst nochmal so hier lang treiben, oder? Geht da was dran? Kurze Ringe gesehen, aber ist nichts. Nee, gut. Gucken wir mal eben rein, nochmal ins Café. Kann ich was loswerden? So sieht es mittlerweile aus. Einiges an Barschen auch mit dabei. Das ist doch gut. Und hier haben wir doch fünf. Ach, perfekt. Fünf Barsche. Hier ist jetzt zwar ein Maßiger dabei. Da könnten wir eigentlich den noch fertig machen. Ne? Wenn ich jetzt den maßigen Barsch alleine sehe, der bringt mir jetzt fast, ja, sag mal, 1,80, fast 2 Silber. Und wir würden für diese 5 Barsche, und das läuft ja noch ziemlich lange, 9 Silber bekommen. Das heißt, vielleicht ziehen wir jetzt einfach mal eben noch einen Barsch raus oder wir versuchen einen Barsch rauszuziehen. Und für einen Barsch wechseln wir jetzt hier das Setup, was wir haben. Nehmen noch mal so einen Regenwurm, so einen schönen fetten Wurm für die Barsche, da stehen die drauf. Und dann gucken wir mal, was da geht. Das Schöne beim Barschangeln, und da, das ist halt dann der Vorteil, Barsche, wenn sie beißen, beißen recht aggressiv. Das heißt, die gehen zack rein, ziehen die Pose direkt runter und ja, das hakt einfach leichter als bei diesen Friedfischen. Und ja, deswegen kann man es ruhig mal zwischendurch versuchen, vielleicht einfach mal mit dem Regenwurm. Gerade wenn da halt so ein Kaffeeauftrag drin ist. Gezielt auf die Barsche zu gehen. Oder natürlich auch nachts, ne? Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Gerade auch nachts oder im anderen Tutorial war es, glaube ich, dass man eben auch hier an der Stelle gut angeln kann, auf die Lauben und Haseln. Und dann nachts, zack. Ah, das war zu viel Schnur wieder. Ich muss ein bisschen weiter weg. Und dann nachts eben eher den Regenwurm anbindet. So ist wieder perfekt. Wenig Schnur auf dem Wasser. Immer schön hinterher. Ein bisschen hinterher laufen. Und dann im richtigen Moment, zack, sofort die Rute anheben mit der linken Maustaste. Das ist dann auch ratzfatz hakt. Ich laufe die ganze Zeit hinterher, dass wir immer ungefähr gleichmäßig viel Schnur auf dem Wasser liegen haben. So zwei Hand breit. Und jetzt langsam wird es eng. Jetzt ist die Schnur straff und wir fangen wieder von vorne an. Das heißt auch hier wieder rauswerfen. Zack. Schön weit ein bisschen wieder zurückgehen. Die Rute anheben. So. Vielleicht noch ein bisschen zurück. Und dann die Pose schön führen, schön mitnehmen. Zack. Und wieder nicht gehakt. Ach ja, ich liebe das Stippen. Na, da geht auch was dran. Da geht auch was dran. Da ist auch was Wildes. Was zuppelt denn da, ey? Hat die Pose fast nach oben gestupst. Was haben wir denn da auf dem Regenwurm? Und gehakt. Eieiei. Oh, der hat aber Bock hier. Guck dir das mal an. Der kam ja richtig angeschossen. Schön. Also, wir haben den nächsten Barsch unmaßig. Genau das, was wir brauchen.
wieder ein bisschen Skillpunkte bekommen. Und ihr seht aber auch hier wieder dieser Vergleich. Ne? Wir hatten ja vorhin auch schon Haseln unter diesem Gewicht, aber mit 600 XP. Und hier für so einen ollen Barsch, gleiches Gewicht, ne, bringt 29 XP. Nett, aber nicht das, was wir wollen. Vielleicht so ein bisschen zum Silber machen, da ist das jetzt genau richtig. Wir haben hier die Fische, hier können wir immer noch an der Seite nach Gewicht sortieren zum Beispiel. Und dann haben wir hier vom Kleinsten, die bringen natürlich noch am wenigsten, bis zum Größten hier 5 Stück in Folge. Übrigens dieses Markieren, das kann man mit Steuerung, kann man das so einzeln machen. Oder eben mit Shift gedrückt halten, kann man hier so eine gewisse Reihenfolge einfach markieren. Und wie gesagt, dann mit Steuerung gedrückt kann man hier so einzelne rausnehmen, wenn man das jetzt mal so nicht sortiert hat nach Gewicht. Sondern die einfach kreuz und quer hier drin sind und man will halt genauso nur die leichtesten eben rausnehmen, geht das halt. Oder wie gesagt, jetzt hier einfach alle 5 markiert und dann verkaufen. Das sind nochmal 9 Silber noch was. Ja, Laube ist noch nicht so ganz fertig, eine brauche ich noch. Jetzt wird es aber natürlich extrem schwierig, hier eine Laube zu fangen mit diesen großen Haken, die ich jetzt habe. 14er Haken. Ich probiere vielleicht nochmal. Ich stecke die mal eben weg. Jetzt gucken wir nochmal, was haben wir hier dran. Hier ist noch der 16er, der olle rostige. Ich packe das Ding nochmal ein. Nimm mal nur die erste jetzt hier. Das wäre natürlich jetzt praktisch 16er Haken. Wir sind gerade sehr, sehr sparsam unterwegs, muss ich ja gestehen. Das ist wirklich Spaßset gerade. Aber wir nehmen hier erstmal das alles, was wir haben und versuchen kein extra Geld auszugeben. Noch wird gespart, damit wir uns dann gleich das erste vernünftige Bollo-Set kaufen können und welche Sets wir dann kaufen, wenn es in Richtung Grundangeln geht, zeige ich dann auch. Aber das ist ja nicht Thema dieser Tutorial-Reihe. Es geht ja komplett ums Posenangeln. So, jetzt ist halt die große Frage. Kriegen wir noch eine Laube? Ich gehe mal weiter hier nochmal zur Brücke. Probieren wir es mal hier in dem Bereich. Und ich hoffe, das lückt. Raus damit mit der Peitsche hier. So. Eigentlich zu großer Haken. Idealerweise wäre halt so ein 18er Haken. 18er Haken, das ist schon groß. 20er Haken kann man sehr gut nehmen fürs Laubenangeln. Aber wir müssen jetzt hier mit dem 16er rumhantieren. Dann ist es auch noch so ein oller rostiger Haken. Also der ist wirklich nur für den Notfall. Wenn man wirklich alles, wenn einem alles kaputt gegangen ist, weil man alles falsch zusammengebaut hat, dann kriegt man nur hier diese Ersatzrute. Aber auch damit fängt man Fische. Zack, auch guck mal da, eine schöne Hasel, 99 Gramm. Hat sogar was gebracht. Auf Zuckmückenlarve, sehr schön. Ey. Bringt gut XP, bringt gut Silber, das ist das Wichtigste. Hauptsache wir kriegen diese maßigen Fische, damit wir damit richtig gut Silber verdienen können. Und uns immer bessere Sachen leisten können. Ich glaube, ich stehe jetzt hier gerade an der Ecke. Ja, ich doch, jetzt kann ich ein bisschen laufen noch. Ich dachte, ich hänge schon am Wasser fest. Aber da kommt auch nicht mehr viel. Nochmal ein Stückchen raus hier. So. Und dann wieder schön entspannt treiben lassen. Zack. Und da ist es gehakt. Sehr schön. Und es ist eine Laube. Perfekt. 55 Gramm auch da übrigens. Mal Auge machen. So ein winziger Fisch mit 55 Gramm bringt 270 plus. Das ist der Hammer. Kaum Verschleiß, Belastung auf die Schnüre, auf der Rute und so weiter und so weiter. Und das ist halt richtig gut. Kohlemäßig als maßiger Fisch auch nicht schlecht. Die Laube, guck mal hier. 2 Silber 40 ist natürlich jetzt nicht direkt so eine Hasel oder hier so eine anders gefärbte Hasel, so eine große Hasel mit 8 Silber. Aber nichtsdestotrotz ein schöner Fisch. Und dazu kommt natürlich, wir haben den Kaffeeauftrag absolviert und machen jetzt 21 Silber mit den paar kleinen Fischis hier. Kratsching.
und sind jetzt hier bei 69 Silber. So, und jetzt gucken wir erstmal eben in den Shop, was wir uns denn holen wollen. Was ist denn unser Ziel? Und wir werfen halt mal einen kurzen Blick aufs Grundangeln. Als Grundangler ist das oberste Ziel, das Feeder-Set Start zu kaufen. Das ist hier fix und fertig. Da sind verschiedene Sachen drin. Blei, Haken, Cha-Cha-Cha, alles dabei. Kostet 149 Silber. Das heißt, da muss man vielleicht ein bisschen länger angeln. Aber dann hat man hier auch schon eine vernünftige Rute mit einer Tragfähigkeit von 6 Kilo, eine vernünftige Rolle, 4 Kilo Tragfähigkeit, da kann man schön in den Drill reingehen und mit diesem Set kann man dann sehr lange arbeiten. Funktioniert wirklich gut. Wenn ihr sehr ungeduldig seid, könnt ihr euch als Grundangler natürlich auch noch hier diese Feederrute Sorrento, die kostet 37, plus Rolle ist man bei 40. Ich meine so um die 50 Silber herum. Also das Set hier mit dieser Sorrento 100, nicht hier die großen nehmen, das ist Geldverschwendung. Die sind einfach nur ein bisschen länger, braucht man nicht. Also diese Sorrento 100 kann man nehmen. Dann nimmt man hier die kleine Spark 3000, hier nimmt man die größere, nicht die kleinere, da passt mehr Schnur drauf. Und dann hat man hier für, ja, ne, guck mal, ist ein Silberunterschied nur, hat man hier eine vernünftige Rolle. Und gib ihm. Das wäre dann das Starter-Set sozusagen oder das billigste Grundangel-Set. Aber ich empfehle tatsächlich zu warten und das Starter-Set, also das Feeder-Set Start für 149 zu kaufen beim Grundangeln. Beim Posenangeln gucken wir nochmal eben kurz rein hier in die Sets. Posenangeln Set Start ist eine Stippe. Nein, will ich nicht. Hier haben wir wieder eine Stippe. Nein, will ich immer noch nicht. Posenangeln Set Pro ist wieder eine Stippe. Will ich immer noch nicht. Finde ich eine absolute Katastrophe. Ist überhaupt nicht meins, denn dieses blöde Anschlagen und im richtigen Moment und sowas, das wollen wir jetzt umgehen und aus diesem Grund gucken wir nach Angelrouten, Bolognese-Routen. Und da haben wir hier diese ganz billigen. Guck dir das an, Alter. Sie haben hier Länge 4 Meter, Tragfähigkeit von fast 4 Kilo, 3,8 Kilo Tragfähigkeit. Ich kann sie allerdings noch nicht verwenden, sehe ich gerade. Mir fehlen noch ein paar Skillpunkte. Immer wenn dieses Ausrufezeichen hier ist, steht da dran, kann man noch nicht verwenden. Das heißt, wir müssen warten. Ich drücke mal O, Posen angeln. Und da müssen wir weiter angeln bis hier. Bolognese-Route, 30%. Alter. 30% in Bollo angeln. Hammerhart, ey. Ja, das ist hart. Das ist hart. Muss ich ja zugeben. Ich muss noch die ganze Zeit durchstippen. So lange. Ah, ist auch immer wieder schön, wenn man mal selbst mit einem kleinen Account anfängt. Da fallen einem Sachen auf. Sehr schön. Okay, die Fische lassen wir auch erstmal noch so, wie sie sind. Guck mal hier, Rotauge sind wieder reingekommen. Ein Rotauge noch, hier ist ein neuer Kaffeeauftrag. 4 Rotaugen, 100 Stunden, der ist ganz frisch reingekommen. Sehr gut. Und in der Nacht, es wird ja langsam dunkel, wir haben schon 18 Uhr, in der Nacht versuche ich gleich vielleicht mal auf Kaulbarsch. Auch mit dem Regenwurm, Tiefe ein bisschen so auf 70 cm oder so, ein bisschen tiefer einstellen und dann gib ihm. So, das soll es aber erstmal gewesen sein. Das ist grob das Ziel. Wir sehen also, es muss noch leider ein bisschen länger mit der Stippe rumhantiert werden. Hoppala. Ich werde mir demnächst, also sobald ich jetzt kann, als nächstes nochmal, das kann man auch alle 24 Stunden in-game, nochmal vom Waldsee aus nochmal das Ersatzset holen. Das heißt, dann hätte ich, das Ding kommt hier weg, die Spinne, die brauchen wir nicht. Dann hätte ich zweimal diese UdSSR-Bambusroute
und einmal diese Telestick. Und was ich mir hole für das Geld, was wir jetzt haben. Denn wir haben ja bis 30% Skill. Das dauert ja noch ein bisschen hier beim Posenangeln. Haben wir also noch ein bisschen Zeit. Erstmal hier wieder an der Gulaschkanone was essen. Ich werde mir holen, das gucke ich mal, ob ich es am Moskito noch bekomme. Noch ein paar Caster. Mehr von diesen Castern. Und wenn wir uns die Ersatzroute holen, kriegen wir wieder 30 Regenwürmer dazu. Das ist schon mal gut. Dann können wir mit den Regenwürmern weiter rumhantieren. Man könnte natürlich jetzt auch einfach, das sind 40 Silber, zweimal diese Route noch holen. Dann hätten wir zumindest mit einer Tragfähigkeit von 4 Kilo. Wisst ihr was? Wir sparen uns das. Ach Moment, ich habe ja sogar die hier. Wir sparen uns das. Das wären nochmal zweimal die, wären dann 50 Silber. Da sparen wir uns. Ich mache das tatsächlich so mit dem günstigsten Setup und dann der Schritt direkt auf die Bollos. So machen wir das. Und im nächsten Video werdet ihr sehen, wie ich dann damit angel. Und ich glaube, wir suchen uns dann auch vielleicht nochmal ein paar andere Fische. Nicht nur hier am Windenbach. Wenn dir das Ganze gefallen hat und geholfen hat, einen Daumen da lassen für das Video und den Kanal abonnieren, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Am besten auch noch die Glocke reinbammeln. Und dann bimmelt das schön, dass das nächste Video da ist. Petri, ihr Lümmels. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.